Ja, es soll jetzt darum gehen, wieder ein paar Potenzgesetze anzuwenden. Die erste Aufgabe ist dritte Wurzel 2 hoch 6. Ja, bitte? Also man muss durch 3 kürzen und dann kommt man ja? Auf die 2 hoch 2 und das ergibt sich die 4. Ja, ich schreibe das mal so hin. Da hätte ich gerne dazwischen einen Schritt, aber es ist richtig. Also klausurtechnisch brauche ich den nicht, aber hier an der Tafel schon. Hier wende ich das dritte Potenzgesetz an. Eigentlich nicht nur das dritte, sondern auch noch das fünfte Potenzgesetz. Und das ist eben, also das fünfte Potenzgesetz sagt ja, dass dritte Wurzel aus 2 das gleiche ist wie 2 hoch 1 Drittel. Also schreibe ich hier hin 2 hoch 1 Drittel. Und das dritte Potenzgesetz sagt a mal a hoch n gleich a hoch n mal m. So, und damit darf ich dann hier ein Drittel mal 6 schreiben. Und dann kann ich das kürzen. Aber das ist okay. Also für die Klassenarbeit würde mir das durchaus reichen. Ich weise natürlich darauf hin, dass ich sowas Einfaches nicht in der Arbeit frage. So, jetzt haben wir hier fünfte Wurzel x². Was ist fünfte Wurzel x²? Und da wende ich jetzt wieder das fünfte Potenzgesetz an. Das ist x² hoch 1 Fünftel mal x hoch 3 hoch 1 Fünftel. Das ist wieder das fünfte Potenzgesetz. Das sagt, nte Wurzel aus x ist x hoch 1 durch n. Dann wende ich das dritte Potenzgesetz an und habe x hoch 2 Fünftel mal weiter versucht, natürlich, x hoch 2 mal 1 Fünftel mal x hoch 3 mal 1 Fünftel. Und da habe ich dann direkt zusammengefasst, das heißt, das ist dann x hoch 2 Fünftel mal x hoch 3 Fünftel. Und dann wende ich das erste Potenzgesetz, gleiche Basen an, kriege ich raus x hoch 2 Fünftel plus 3 Fünftel, das ist x hoch 5 Fünftel. Oder x hoch 1 oder x. Ja? Wie hat man bei der Aufgabe a, das ist 2 hoch 1 Drittel mal 6 ausgerechnet? Das war das dritte und fünfte Potenzgesetz. Mache ich da nochmal einen Zwischenschritt. Also das dritte Wurzel aus 2 ist x, zweiter Versuch. Das dritte Wurzel aus 2 ist 2 hoch 1 Drittel hoch 6 und dann das dritte Potenzgesetz. 2 hoch ein Drittel mal 6 und ein Drittel mal 6 ist 2 hoch 2, also 4. So, jetzt kommen wir zu f und bei der f, ja, da ist es ein bisschen komisch notiert, weil hier b hoch 3 durch b Quadrat steht. Ich hätte es auch als Doppelbruch schreiben können. Aber wir müssen b hoch 3 durch b Quadrat, da können wir entweder kürzen oder das Potenzgesetz 1b anwenden. Das ist b hoch 3 minus 2 und damit b. Das heißt, das hier, was hier oben im Zähler steht, da steht dann hier, dass a bleibt und b hoch 3 durch b Quadrat ist b. So, und hier muss ich, im Nenner muss ich als erstes das dritte Potenzgesetz anwenden. Na, das stimmt nicht ganz. Als erstes das zweite Potenzgesetz anwenden. Das zweite Potenzgesetz ist a mal b hoch c gleich a hoch c b hoch c. Das heißt, hier steht dann a Quadrat und dann hier b hoch 2 hoch 2 geteilt durch b hoch 2. Und das steht dann so da. Und das ist dann b durch a mal Wurzel aus, das a, b im Zähler lasse ich einfach. Und dann muss ich hier das dritte Potenzgesetz anwenden und dann habe ich a Quadrat mal b hoch 2 mal 2, drittes Potenzgesetz, durch b hoch 2. Und da kann ich dann hier unten, also entweder ich mache das noch als 4 und wende dann wieder das Potenzgesetz an oder ich kürze da sofort raus. Dann habe ich b durch a mal Wurzel ab und hier im Nenner bleibt a Quadrat b Quadrat. Da kann ich jetzt kürzen und das heißt hier das a gegen das a Quadrat, da bleibt eine 1 im Zähler, Vorsicht. Und hier das b gegen das b Quadrat, 1 durch ab.
So, und jetzt ist natürlich, jetzt an der Stelle, es gibt die Möglichkeit, das AB auch unter die Wurzel zu holen, je nachdem, wie man das so möchte. Oder man kann das hier schreiben als B durch A mal AB hoch. Und wenn es ein Bruch ist, ist es ja negativ und bei einer Wurzel 1/2. Das wäre das hier. Aber es geht auch, das Zeug unter die Wurzel zu holen. Und dann habe ich B durch A mal A hoch minus 1/2, B hoch minus 1/2. Und das B durch A kann ich auch mit Potenzen schreiben. Das ist B hoch 1 mal A hoch minus 1. Und dann kann ich alles zusammenfassen mit dem ersten Potenzgesetz. Das ist A hoch minus 3/2 mal B hoch 1/2. Und für die Freaks unter euch, das kann man dann noch als Bruch zusammenfassen. Als Bruch wäre das B hoch 1/2 durch A hoch 3/2. Eigentlich sind wir an der Stelle hier fertig. Und auch da kann man noch ein bisschen was machen, nämlich das mit den Wurzeln. Das berichte ich aber nur, an der Stelle sind wir eigentlich fertig, wie gesagt. Wer aber die Sachen rausgekriegt hat, die sind alle auch okay. Das ist alles das Gleiche.